Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß, viele von euch haben hier sehnsüchtig auf dieses Video schon gewartet. Die Tischbohrmaschine, die Lidl seit längerem hier angekündigt hat, ist nun endlich erhältlich. Sie heißt PTBM 710A1. Ihr seht schon, die sieht aus wie ein anderes Modell von einem bekannten Hersteller. Kommen wir alles gleich zu, was die Maschine kann, was alles dabei ist. Und auch was sie letztendlich abzielt, verrate ich euch direkt nach dem Intro. Ja, vorab nochmal der Hinweis. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der hat jetzt Gelegenheit, dies zu tun. Ich blende das jetzt mal eben ein. Wie schon gesagt, die Maschine hier sehnsüchtig von euch erwartet. Viele haben mich von euch angeschrieben, haben gesagt, beschaffst du die auch, machst du dazu ein Review, packst du die dann mal aus, zeigst uns die, präsentierst uns die. Ja, mache ich, habe ich geschrieben. Nun ist sie da. Ich habe jemanden gefunden, der die dann auch hinterher abnimmt. Ich selbst nutze ja den großen Bruder, möchte ich fast sagen, beziehungsweise das Alternativmodell von Bosch, die PBD40. Letztendlich zielt dieses Modell natürlich auch nicht zuletzt auch in der Farbgebung hier direkt auf die PBD40 ab. Wie genau das alles sich darstellt, was letztendlich alles dabei ist, welche Änderungen das hier betrifft, klären wir alles jetzt gleich im Video. Kann euch schon mal hier die technischen Daten kurz durchgeben. Die Motorleistung ist hier wie bei der Bosch auch 710 Watt. Wir haben eine Zweigangmaschine. Im ersten Gang leistet die Maschine 170 bis 880 Umdrehungen pro Minute. Im zweiten Gang 490 bis 2600 Umdrehungen pro Minute. Die maximale Bohrtiefe ist hier bei 10 cm angesiedelt. Der Gesamtabstand von Tisch zu Bohrfutter beträgt hier 28 cm. Wir haben auch hier ein Schnellspannbohrfutter verbaut. Die Rundlaufgenauigkeit ist hier angegeben mit plus minus 0,2 mm. Wir haben eine Netzkabellänge von 2 Metern und der Positionslaser wird hier durch zwei LEDs versorgt. Das hört sich schon alles sehr, sehr ähnlich an zum großen Markenmodell. Wie ihr seht, haben wir hier auch die ganze Farbgebung und die Tastengebung hier alles ungefähr gleich gebaut. Wir haben hier auch ein LCD-Display mit eingebaut, so wie das bei der Bosch letztendlich auch ist. Selbst die Fußplatte sieht hier wirklich ähnlich aus. Die ganze Maschine wiegt 9,4 Kilogramm. Was mir hier bei der Maschine fehlt, ist, dass hier kein Hinweis drauf gegeben ist. Ihr seht das hier auf dem ganzen Karton, steht nicht drauf, dass die 3 Jahre Garantie hätte. Wie wir das sonst von den ganzen Parkside-Geräten natürlich gewohnt sind. Also hier kein Garantiehinweis. Ich werde dann gleich mal in der Bedienungsanleitung nochmal nachschauen. Vielleicht steht da irgendwas näher dazu. Ich packe die Maschine jetzt erstmal aus und dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Na jetzt, ihr seht es schon, ich habe den Karton jetzt mal seitlich gelegt. Hier steht tatsächlich schon der Hinweis drauf. 3 Jahre Garantie. Also haben wir hier auch bei dem Gerät 3 Jahre volle Garantie anliegen. Wir haben mit dabei eine mehrsprachige Bedienungsanleitung, die ist hier in DIN A4 Format gehalten. Hinten steht der Hersteller des Gerätes drauf, das ist die Scheppach GmbH. Scheppach, wie ihr wisst, stellt viele solche Holzbearbeitungsmaschinen zur Verfügung, kommen ursprünglich mal aus dem Tischlereibedarf, so wie ich das weiß. Mittlerweile mehr ins günstige Segment etwas abgedriftet. Ich glaube auch, die Maschinen werden hier hauptsächlich in Fernost produziert. Muss nicht unbedingt schlecht sein, aber hegt natürlich einiges an Vorurteilen. Ja, weiter mit dabei eine Bodenplatte. Die sieht hier schon deutlich so aus wie die Bosch. Ihr seht, dass das ganze Design und die Farbgebung etc., das ist hier wirklich alles fast eins zu eins wie bei der Bosch. Wir haben hier ein poliertes Material. Letztendlich wirkt der Fuß aber etwas leichter als bei der Bosch. Ich weiß nicht, ob ich das in dieses Video hier mit reinpacke oder ob ich noch ein zweites Video dazu mache. Das werde ich dann im Laufe dieses Videos hier entscheiden. Wenn ich ein zweites mache, kommt das Video definitiv dann morgen dazu. Da werde ich dann auf jeden Fall die Bosch-Maschine direkt mal gegen die Parkside-Maschine hier
im Duell antreten lassen und mal ein bisschen was bohren und mal gucken, wie genau das alles ist, etc. Ich denke, das sollte man in ein zweites Video hier verpacken. Wir haben einen Parallelanschlag natürlich mit dazu, der ist auch ähnlich wie bei der Bosch gestaltet, der wird einfach aufgeschoben und schon haben wir hier so einen ganz einfachen Anschlag. Wir haben etwas an Montagematerial dabei, ein paar Hebel, ein Mausschlüssel ist dabei, jede Menge Schrauben und Unterlegscheiben. Wir haben hier den Niederhalter, der ist etwas anders designt als bei der Bosch. Wir haben hier eine Schraube, die das Ganze dann herunterdrücken soll. Das kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch besser funktioniert als mit einem Hebel, so wie das bei der Bosch sich gestaltet. Dieser Hebel hat sich ja ab und zu dann mal gelöst. Gerade wenn die Maschine etwas länger rattert, dann hat sich das alles so ein bisschen gelockert und dann hat es natürlich unser Material nicht mehr an der Position gehalten, wo es eigentlich sein sollte. Im schlimmsten Fall ist uns dann sogar ein Bohrer abgerissen oder irgendwas. Habe ich selbst noch nicht feststellen können. Ich habe das nur im Internet mal nachgelesen. Vielleicht haben die Leute aber auch einfach nur etwas zu locker angezogen. Also ich selbst konnte das so noch nicht feststellen. Aber ich denke, hier so ein Schraubmechanismus kann nicht verkehrt sein. So, dann haben wir hier eine Schutzhaube mit dabei, damit uns keine Späne um die Ohren fliegt. Das ist bei der Bosch definitiv nicht vorhanden. Ist noch eine kleine Stange mit dabei. Keine Ahnung, wo die dann dazu gehört. Wahrscheinlich wird das hier der Abstandshalter dann sein. Hier haben wir unser Rädchen, womit wir das Ganze dann herunterdrücken. Ist natürlich jetzt hier kein Rad, ist hier in Hebelform. Viele von euch bevorzugen ja auch die Hebelform. Ja, und dann ist das Paket schon leer. Die Maschine habe ich schon in der Hand. Die sieht letztendlich dann so aus. Wie gesagt, hier ein Schnellspannbohrfutter mit dabei. Ich habe jetzt auch schon irgendwo gelesen, dass es soll eine Firma sein, die ursprünglich von Röhm lizenziert ist, diese Futter hier nachzubauen. Ihr seht auch, wir haben hier auch diesen Schnellspannring gleich mit dabei, der die Bohrer dann arretiert. Die Maschine selbst sieht so aus von vorne. Ich baue das jetzt mal alles schnell zusammen und dann schauen wir mal weiter. Ja, so sieht die Maschine dann fertig aufgebaut aus. Ich habe sie auch schon mal an den Strom angesteckt. Ich sage euch jetzt mal, was mir beim Zusammenbau schon aufgefallen ist und wie sie letztendlich zusammengebaut wird. Also wir haben hier an der Seite unser Rädchen. Das wird einfach nur aufgeschoben und wird dann hier mit einer Mahnschraube festgezogen. Ein Inbusschlüssel ist dann dafür gleich mit dabei. Wenn wir die Säule hier aufstecken wollen, müssen wir vorher unseren Niederhalter natürlich aufschieben. Das hatte ich im ersten Schritt natürlich vergessen. Dann musste ich es wieder abbauen. Ist aber nicht so schlimm. Das Ganze wird hier hinten nur durch zwei Madenschrauben auch festgehalten. Also den Niederhalter aufgesteckt, die Säule einfach eingeführt und hinten dann verschraubt. Ich habe dann vorne hier den Parallelanschlag bzw. den Anschlag montiert. Der ist ganz einfach hier mit so zwei Schräubchen und Muttern versehen. Der wird dann hier einfach aufgesteckt und kann dann festgezogen werden. Ihr seht das, wir können den natürlich auch ein bisschen schräg stellen. Das habe ich bei meiner Bosch auch schon sehr oft genutzt, dass man einfach hier eine gewisse Winkelverstellung dann auch drin hat. Ihr könnt den natürlich auch von hinten her dann anlegen, dann habt ihr allerdings keinen Niederhalter mehr. Also ihr solltet den dann schon so montieren, wie ich das jetzt hier vorgemacht habe. An der anderen Seite müssen wir dann unsere, na seht ihr das, ich muss hier ein bisschen höher. An dieser Seite müssen wir dann einmal diese schon oder diesen einmal diesen Schraubhebel hier aufstecken. Dann müssen wir hier unser Abstandsröhrchen noch reinstecken. Das Röhrchen fixieren wir dann mit diesem Schraubhebel, dann ist das hier fest. Und wir können damit dann den Hub letztendlich begrenzen. Das kennen wir letztendlich von der Bosch-Maschine auch so. Das Ganze ist sehr gut gefettet hier, macht letztendlich einen sehr guten und stabilen Eindruck.
Was mir hier sofort aufgefallen ist, als ich diese andere Hebelschraube hier gelöst habe und dann ein bisschen an dem Rad geschraubt habe hier hinten. Die Maschine ist recht schwer und wenn sie dann oben ist und ich hier vorne den Hebel löse, dann kann sie schon durch ihr Eigengewicht nach unten sinken. Das ist natürlich nicht so schön, weil wenn ich hier einen Bohrer eingespannt habe und ein Werkstück unter habe, dann kann mir natürlich unter Umständen der Bohrer abreißen oder das Werkstück dann beschädigt werden. Also macht das so, dass ihr hier wirklich das vorsichtig löst und vielleicht gleichzeitig auf der anderen Seite das Stellrad dann festhaltet, beziehungsweise den Stellhebel ist es ja in diesem Fall, dass ihr den festhaltet, sodass euch die Maschine nicht von alleine dann nach unten absaust. Das wäre schade. Ihr seht das hier, wenn ich hier ganz bisschen an den Hebel komme, dann geht die Maschine schon herunter. Ja, ansonsten ganz bekanntes Format letztendlich, hat sich sicherlich bewährt. Für manche ist das vielleicht ein neues Format. Da wir hier eine Bodenplatte haben, die nicht beweglich ist und die Maschine letztendlich auf der Säule hinten dann hoch und runter gefahren wird. Viele von euch kennen das ja, dass die Maschine fest justiert ist und dass wir dann den Tisch darunter einstellen können. Das ist natürlich dann jedem selbst überlassen, was er da bevorzugt. Ich finde, mit solchen Maschinen kann man hier hervorragend arbeiten. Was ja auch ein sehr großer Vorteil ist, meines Erachtens nach, ist, dass die Maschine hier elektronische Drehzahlregelung hat und wir hier keinen Riementrieb haben. Ich weiß, es gibt auch Vorzüge vom Riementrieb, dass hier teilweise die Riemen dann natürlich auch durchrutschen, wenn die Maschine dann blockiert. Will man aber auch nicht immer. Also macht euch da vorher Gedanken, für was ihr die Maschinen dann einsetzen wollt, ob euch auch die Hubhöhe hier etc. hinreicht. Und was natürlich bei den Maschinen hier der Fall ist, dieser ganze Tisch ist natürlich recht klein gestaltet. Wir haben hier natürlich sehr wenig Auflagefläche. Ich zeige dann im zweiten Teil des Videos auch nochmal meine Tischverlängerung oder meine Tischerweiterung für die Bosch. Sowas Ähnliches könnt ihr euch sicherlich hier auch bauen. Was zu dieser Bodenplatte hier noch zu sagen ist, was ich sehr, sehr schade fand, ist, ich habe die rausgeholt und habe sofort gemerkt, die ist extrem scharfkantig gearbeitet und nicht entgratet an der Unterseite. Das heißt, stellt die nicht einfach auf euren besten Tisch in der Wohnstube oder was, wenn ihr die zu Weihnachten bekommt oder auspacken wollt dann und dann bei Mutti auf den Mahagonitisch stellt. Das zerkratzt dann sofort. Das funktioniert nicht. Also entweder entgratet ihr das dann noch ordentlich oder ihr baut euch da vielleicht irgendwelche Füße unter. Wenn ihr das Ganze in der Werkstatt irgendwie auf der Tischplatte festschrauben wollt, hier sind natürlich solche Löcher auch mit eingearbeitet. Auch Verschraubungsmaterial ist gleich mit dabei. Hierfür solche starken Bolzen sind gleich mit dabei. Jede Menge Unterlegscheiben und Muttern sind auch mit dabei. Dann ist das natürlich nicht so wild, weil dann bleibt die Maschine ja letztendlich auf einem Standort stehen und rutscht nicht hin und her. Ich kann euch allerdings empfehlen, solche Maschinen immer etwas mobil zu halten, weil ihr könnt die dann auch von der Werkbank dann mal schnell runterstellen, wenn ihr etwas mehr Platz benötigt etc. Ansonsten müsst ihr die dann jedes Mal abbauen etc. Und das ist natürlich jeder Handgriff, ihr kennt das, ist dann zu viel in der Werkstatt, dann macht man es einfach nicht, dann probiert man sich dann sonst irgendwie zu arrangieren. Also probiert die Sachen mobil zu halten. In der Regel ist das auch ausreichend. Die Maschinen sind schon sehr, sehr standfest. Vielleicht baut ihr das Ganze auf irgendwie eine Siebdruckplatte auf oder irgendwas. Und schon habt ihr da ja auch dann die Möglichkeit, das vielleicht mit Klemmen nochmal festzumachen oder so im Bedarfsfall. Ihr könnt natürlich auch an den Seiten dann vielleicht noch Siebdruckplatte in der Höhe des Tisches hier noch anbringen. Dann habt ihr gleich eine größere Auflagefläche etc. Ihr seid ja Bastler, ihr könnt das sicherlich hinbekommen. Ja, schauen wir mal aufs Bedienfeld hier oben. Nehmen wir euch mal hier ein bisschen näher ran. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, unseren Hub einzustellen. Ihr seht jetzt, steht hier 2,3 mm. Wenn wir das Ganze dann hier verstellen, warum sich das jetzt hier verstellt hat, weiß ich nicht. Ihr seht, so genau ist das alles hier nicht. Ich nulle das jetzt mal und dann können wir, wenn wir hier unsere Höhenverstellung lockern, können wir hier probieren, unseren Hub dann zu verstellen. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen in das Material zum Beispiel 14,1 mm eintauchen, dann ziehen wir die Schraube hier an der Seite wieder fest
und können dann natürlich, ihr seht, so ganz genau funktioniert das nicht. Wir waren auf 0, jetzt sind wir bei minus 1,7. Aber wir kommen runter auf 14,1, also insofern spielt das dann keine Rolle. Die Maschine geht auch nicht alleine komplett wieder hoch. Ihr seht das, die bleibt hier so ein bisschen stehen. Ich habe immer noch ein bisschen was, was ich dann manuell nach oben drücken muss. Soll sicherlich so auch nicht sein, aber ich denke, wenn sich dieses Fett hinten dann auf der Schiene etwas verteilt, dann wird sich das vielleicht noch etwas geben. Normalerweise soll die Maschine dann immer automatisch in die Ausgangsstellung zurückgehen. Ihr seht, das bleibt sogar so stehen. Also das ist sicherlich so nicht gewollt. Warum das jetzt hier minus 1,7? Ich mache mal nochmal 0. Gehe dann nochmal runter. Dann sehen wir, sind bei 15,8. Gehe wieder hoch und dann passt es. Also vielleicht hatte ich da bei der ersten Einstellung nicht die 0 getroffen oder war schon ein bisschen weiter unten. Wie auch immer, jetzt scheint es zu funktionieren. Also ihr könnt einmal die Tiefe hier einstellen, in die ihr in das Material eintauchen wollt. Und wir können uns natürlich hier auch die Umdrehungszahl anzeigen lassen. RPM, Revs per Minute. Dann sehen wir hier RPM, wenn ich jetzt die Maschine anschalte, wird mir hier die ungefähre Drehzahl angezeigt. Ihr hört, die Maschine ist auch schon recht laut. Und ich sehe hier, das Bohrfutter eiert etwas. Das seht ihr jetzt nicht, aber wir gehen da eh gleich nochmal drauf zu. Ich will euch erstmal hier oben noch das Display erklären. Also letztendlich könnt ihr euch hier einmal die Eintauchtiefe anzeigen lassen und einmal die Geschwindigkeit, die anliegt. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung auch mal eine Liste verlinken, wo man dann sehen kann, bei welchem Material, bei welcher Bohrerstärke man welche Geschwindigkeit einstellen muss. Das ist, denke ich, für den einen oder anderen sehr hilfreich. Wie gesagt, guckt euch das in der Videobeschreibung unten an. Da könnt ihr euch eine Tabelle ausdrucken. Die habe ich bei mir auch an die Tür gehängt, dass ich da ab und zu mal lupen kann. Wenn man mal irgendwas macht, was nicht so alltäglich ist, dann ist das sicherlich ganz hilfreich. Wir haben natürlich hier auch einen Laser, den können wir zuschalten. Seht ihr jetzt so nicht. Das ist letztendlich ein Kreuzlaser. Kommen wir auch gleich noch zu, ob der genau ist oder nicht. Und wir haben hier die Möglichkeit, eine Beleuchtung zuzuschalten. Und wenn wir hier länger drücken, können wir alles abschalten, beziehungsweise dann auch das Display ausschalten. Wir können die Maschine dann natürlich trotzdem in Betrieb nehmen. Wir haben dann letztendlich nur oben das Display bei ausgeschaltet. So, an der Seite haben wir hier die Gangschaltung mit dran. Das ist alles sehr, sehr leichtgängig, muss ich sagen. Jetzt ist es etwas schwieriger. Okay. Habt ihr gesehen, das hat jetzt blockiert, weil das Getriebe hier nicht in der richtigen Stellung war. Das soll natürlich so auch nicht sein. Ich habe jetzt einfach unten mal ein bisschen weiter gedreht. Jetzt lässt es sich einwandfrei verstellen. Warum das eben nicht ging, weiß ich nicht. Aber es hatte blockiert. Aber hier kann ich ganz locker, so wie man sich das vorstellt, zwischen ersten und zweiten Gang auch wechseln. Und hier an der Vorderseite kann ich letztendlich meine Geschwindigkeit einstellen. Bisschen komisch ist, dass ich hier das Display manuell immer noch dazu schalten muss. Aber nun sei es drum. Hat vielleicht auch irgendwelche Vorteile. Ich weiß es nicht. Verratet ihr mir das, warum das hier nicht automatisch mit angeht, wenn ich die Maschine einschalte? Der Einschaltmechanismus ist hier letztendlich ein bisschen anders. Bei der Bosch haben wir hier letztendlich einen Drehschalter, der dann zum einen erstmal die Beleuchtung und Display etc. einschaltet. Und wenn ich dann nochmal weiter drehe, habe ich dann auch die Drehfunktion eingeschaltet oder die Bohrfunktion. Hier ist das Ganze über einen Sicherheitsschalter gemacht. Wir probieren das Ganze mal aus. Wenn ich den jetzt hier einschalte und den Stecker ziehe, dann müsste er sich nicht wieder einschalten, wenn ich den Stecker dann wieder reinstecke. Der Stecker ist raus. Stecke den Stecker jetzt wieder rein. Und ihr seht, die Sicherheitsschaltung funktioniert hier. Das muss ich erstmal wieder ausstellen und dann wieder eindrücken. Das Ganze ist etwas scharfkantig, muss ich sagen. Der eine oder andere wird die Maschine jetzt sicherlich auch schon zu Hause haben. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Also diese Seitenlaschen hier, die sind nicht entgratet. Und wenn ich dann hier ein bisschen größere Finger habe, ihr seht das, ich habe hier ein bisschen größere Hände,
Wenn ich dann hier reindrücke, dann kann das schon mal sein, dass ich mich hier verletze oder zumindest mal schneide oder sonst was oder zumindest, dass es ein bisschen weh tut. Das habe ich jetzt auch sofort festgestellt. Und diese ganze Mechanik hier ist recht schwergängig. Vielleicht kann man da noch irgendwie einen Silikonspray oder irgendwas reinsprühen, dass das ein bisschen leichter dann von der Hand geht. So ist es akzeptabel, mehr auch nicht. Ja, wir probieren jetzt mal die Geschwindigkeitsregulierung. Ihr seht, das Display hat sich hier schon wieder abgeschaltet. Ist klar, wir haben ja den Strom ausgehabt. Ich werde jetzt mal hier im ersten Gang die Einstellung überprüfen. Und ihr schaut euch das einfach mal an. Also die angegebene Drehzahl, die erreicht er hier natürlich. 170 bis 880 ist angegeben. Wir haben jetzt 900 erreicht. Ich denke mal, das ist okay so. Wir fangen jetzt mal an, den zweiten Gang einzuschalten. Ihr hört, jetzt eiert das schon etwas mehr. Man hört es schon. Ja, und da bei 2600 Umdrehungen, dann fängt die Maschine schon tatsächlich an zu vibrieren. Also ihr solltet hier die Maschine tatsächlich festziehen, wenn ihr das auf der Werkbank benutzt, einfach so hinstellen und mit ganz hohen Drehzahlen im zweiten Gang hier arbeiten. Das scheint nicht zu funktionieren. Sie ist jetzt ein bisschen gewandert. Ich habe sie hier auf einer USB-Platte stehen letztendlich. Das blockiert das auch noch mal ein bisschen. Also wenn ihr das auf eine Siebdruckplatte stellt, die oben dann letztendlich glatt ist, dann wandert euch die Maschine sicherlich glatt von der Werkbank. Ja, probieren wir jetzt mal den Niederhalter hier aus und spannen einfach mal ein Holzstück unter. Das Ganze funktioniert hier recht leicht. Einfach das Teil hochnehmen, ein Holzstück einspannen und dann soll man das hier letztendlich dann festdrehen. Ich sehe jetzt auch, dass sich diese Säule hier quasi gar nicht verbiegt. Das wurde ja bei der Bosch öfters mal bemängelt, wenn ich den Niederhalter dann spanne. Letztendlich funktioniert das ja alles dann dadurch, dass sich das Ganze etwas verkeilt und dann die Säule natürlich etwas zurückdrückt. Dadurch habe ich dann nicht die Möglichkeit, ein wirklich senkrechtes Loch zu bohren. Das kann ich jetzt hier nicht so feststellen. Also die Säule ist jetzt hier noch gerade. Wir können das Ganze dann aber auch nochmal nachmessen, wenn ich dann das erste Loch gebohrt habe. So, jetzt stelle ich mal den Laser an. Ihr seht das, der Laser ist jetzt hier scharf. Das Ganze hält. Also das ist schon eine gute Technik hier meiner Meinung nach. Werde jetzt mal mit einem 6er Bohrer probieren, hier die Mitte zu treffen. Auf dem Bohrfutter steht übrigens drauf Sandu oder Sanu mit OU. Kann ich jetzt so nicht entziffern und wir können hier bis zu 13 mm einspannen. Ist letztendlich mit Gegenlauf das Ganze. Ich muss oben einen kleinen Ring festhalten und kann den unteren dann drehen. Und dann kann ich an dem roten Ring das Ganze dann feststellen. Und dann öffnet sich das nicht mehr, wenn die Maschine in Betrieb ist. So, ich ziehe euch mal ein bisschen näher ran, dass ihr das hier sehen könnt. So, ich habe jetzt einen ENT-Bohrer eingespannt. Letztendlich sollten die euch bekannt sein. Ich verlinke sie auch mal unten in der Videobeschreibung. Die sind schon sehr, sehr genau. Ich werde jetzt mal hier im ersten Gang bei etwa mittlerer Drehzahl das Ganze probieren. Wir können ja einfach mal so runtertauchen, ob wir sehen, wo die Maschine jetzt schon eintaucht. Müssen wir natürlich hier die Tiefenbegrenzung rausnehmen. Und ihr seht, das ist schon recht genau.
Noch mal ein bisschen näher fahren. Also letztendlich wurde direkt hier etwas links, sieht man vielleicht nicht, ich mache mal die Laser hier aus. Seht das? Hier ist das Loch von der Zentrierspitze von dem Bohrer. Wenn ich jetzt hier den Laser zuschalte, ihr seht, das ist tatsächlich direkt im Kreuz. Hier an der Seite ist natürlich von der Vorbohrklinge nochmal eingetaucht worden. Das ist also nicht hier die Zentrierspitze. Also die sitzt hier tatsächlich, ich würde sagen, nicht mal ein Zehntel Millimeter neben dem Kreuz. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut von Werk aus hier justiert. Weiß auch gar nicht, ob man das nachjustieren kann. Ich vermute das mal. Wir haben hier Schrauben von unten her. Also das kann man sicherlich irgendwie nachjustieren, wenn da Bedarf besteht. Aber ihr seht, das ist schon sehr, sehr genau. Ich kann jetzt auch hier nochmal die LED-Beleuchtung dazu schalten. Ihr seht, das ist schon recht hell, das Ganze. Nochmal aus, die LED-Beleuchtung. Also das ist jetzt nichts Herausragendes, aber auch besser als gar nichts. Soll ja letztendlich auch nicht blenden, aber ich denke, das ist schon in Ordnung so. So, jetzt bohre ich mal rein. Zum Ausschalten immer noch ein bisschen drehen. Das bin ich von der anderen Maschine so gewohnt. Hier ist es letztendlich über einen Schalter, aber ist letztendlich Gewöhnungssache. Ja, das hat sie problemlos gemacht. Erwartungsgemäß. Bohrmaschine sollte bohren können. Was wir jetzt nochmal machen können, ist hier die Abweichung messen, ob von der Säule hier irgendwie etwas schräg geht. Und den Bohrer jetzt hier mal raus. Das ist alles ein bisschen hakeliger als oder gefühlt hakeliger. Ich will die Maschine jetzt alles andere als schlecht machen. Aber das ist schon ein bisschen raus. So, ich habe jetzt den Bohrer mal rausgeholt. Machen wir einmal das Loch ausklopfen. Wir stecken das Ganze jetzt hier mal rein. Und dann sehen wir, es ist tatsächlich etwas schief. Ich werde das Ganze mal mit dem Winkel messen. Ja, also davon ausgehend, dass das Holzstück hier tatsächlich eine gerade Seite hatte. Ist das nicht wirklich schlimm? Ihr seht das. Ich setze hier mal auf. Also das ist hier im Mühbereich, wo der etwas schräg läuft. Also jetzt kann man hier alles jetzt ein bisschen schlecht sehen. So sieht man es besser. Moment. So. Also das ist die Abweichung, die wir dann letztendlich haben. Die Kamera schaltet mal scharf. Oben sehen wir natürlich etwas mehr vom Bohrer als unten. Jetzt liegt das Ding hier tatsächlich gerade an. Das ist ein Steret-Winkel, der sollte schon recht genau sein. Aber ich denke, für den Heimwerkerbereich ist das hier schon okay. Das Problem haben wir ja, wie gesagt, bei dem großen Bruder ganz genauso. Also wäre hier wirklich ein komplett senkrechtes Loch mit der Bohrmaschine senken muss oder möchte. Der ist mit diesen Maschinen sicherlich hier falsch bedient. Der müsste dann sich irgendetwas basteln, eine Unterlage oder was, die dann diese 0,1 mm Abweichung oder 0,2 mm Abweichung, was letztendlich der Hersteller hier angibt, dann abzufangen. Aber ich denke, dann lassen wir die Kirche im Dorf und sagen einfach, das ist okay. Ihr seht auch, der Laser war hier okay. Die ganze Maschine kostet 129 Euro. Das ist ungefähr die Hälfte von der, was die Bosch kostet. Ja, ihr habt jetzt gesehen, was alles bei der Maschine dabei war, was ihr hier tatsächlich für 129 Euro geboten kriegt. Ihr habt auch gesehen, man kann mit der Maschine tatsächlich Löcher machen. Das Ganze wirkt minimals klappriger als die Bosch selbst. Wie gesagt, ich werde das gleich nochmal ein zweites Video aufnehmen, wo ich beide Maschinen gegeneinander antreten lasse. Und dann können wir das mal im direkten Vergleich sehen. Also wen das noch interessiert, der sollte morgen auf jeden Fall einschalten. Ich werde das Video, ich denke ab 10 Uhr oder 11 Uhr wird das online sein morgen früh. Also noch vor dem Mittagessen. Ja, wie gesagt, die technischen Details habe ich euch
geschrieben. Ich verlinke euch die Maschine auch unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr natürlich dann auch weitere Beschreibungstexte zu der Maschine. Ihr könnt die Maschine dort dann auch direkt im Shop bestellen. Was alles dabei ist, haben wir auch geklärt. Wie die Maschine aussieht, haben wir auch geklärt. Wie man sie zusammenbaut, habe ich euch erzählt. Wir haben den ersten Bohrversuch hier unternommen. Mehr dazu gibt es dann im zweiten Teil. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video schon mal gefallen hat, wenn das zu eurer Kaufentscheidung vielleicht beigetragen habt. Kommentiert schön fleißig. Gerade bei der Maschine bin ich sehr, sehr gespannt, was da eure Meinungen sind. Schreibt nicht einfach nur rein, das ist Schrott oder ich finde das gut. Das macht wenig Sinn. Begründet eure Meinung ein bisschen und guckt euch vor allen Dingen noch den zweiten Teil an. Ich sage erstmal Tschüss und bis dahin.